Wir haben uns jede Woche mehrfach getroffen, in kleinen Gruppen, in der ganzen Gruppe, und wir haben versucht, das Stadtfest zum Willkommensfest zu machen. Und das haben wir gemacht, glaube ich, oder? Wir haben einerseits eine Sprachbrücke, wo wir Leute suchen, die gemeinsam Deutsch beibringen wollen und vielleicht Arabisch oder Persisch oder Farsi lernen wollen. Wir haben verschiedene Freizeitaktivitäten. Wir haben die Jugend für Flüchtlinge, für die jungen Leute, die dabei sein wollen. Lüneburg im Wandel, die auch ganz viele Initiativen unter sich bündeln. Amnesty International ist vertreten mit ihrer lokalen Aktion. Was wir je auf einem Lüneburger Stadtfest hatten. Freunde, in dieser Stadt kein Rassismus. Und deswegen haben wir ganz spontan heute die Menschenkette ist losgegangen. Die war überhaupt nicht geplant. Wir hatten eine ganz andere Luftballonaktion vor. Und auf einmal setzte sich ein Zug in Bewegung, weil überall in Deutschland heute und morgen Menschenketten gegen Rassismus stattfinden. Und das finden wir wichtig. Gibt dieser Braunsoße keine Chance. Die wollen wir hier im Rathaus nicht haben.